ist Anaconda One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an, aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 Remake. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in diesem schönen Häuschen stehen geblieben. Ja, schade, wir kriegen hier diesmal keine Info. Im Original hat man da noch einen kleinen Text bekommen. Frau in Rot. Mhm. Oh. Hallo, Schalter. Ah. Das ist unser Weg hier raus. Oder können wir hier eigentlich raus? Können wir. Das hier dann ein neuer Ort. Ah. Da komme ich nicht dran. Aktuell. Anscheinend bietet dieses Spiel sehr viel Backtracking. Also auch wieder etwas, was wir uns merken müssen. Okay. Mal hoffen, dass ich das Ganze nicht vergesse. So, mal gucken, ob unser netter Gastgeber noch da ist. Wahrscheinlich nicht so. Oh, der Hund! Du auch, hm? Er ist wieder da. Pass auf dich auf, Kleiner. Der vermisste Hund, den man eigentlich zu Beginn des Spiels antrifft. Tür mit Insignie. Ja, da geht es dann wohl jetzt weiter. Ah, das ist der Schatz wahrscheinlich, wo wir aber jemanden brauchen für. Wer das so sein könnte, ne? Ja, viele haben gedacht, der Hund, ihn gibt es nicht mehr. Aber doch, ihn gibt es anscheinend doch noch. Oder man hat halt gedacht, der Hund, also diesen Wolf, ist ja eigentlich ein Wolf, den man zu Beginn da gesehen hatte. Wäre der Hund, den man hier vermisst hat und er wäre tot, aber nein, er ist wieder da. Wer an ihm vorbeiläuft, ohne ihn zu befreien, schäm dich. Shame on you für vorbeilaufen an einem Hund. Ah, wir kommen zum Dorf wieder. Ich glaube, wir wurden schon gesichtet. Jetzt hätte ich eigentlich gerne mal einen Sniper. Die hätte ich jetzt in der Tat gerne. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? So, wir haben schon gesehen, da war eben einer.
Wow. Oh nein, Hunde. Böse Hunde. Verdammt. Ich habe keine Shotgun-Muni. Kann ich die herstellen? Ja, einmal zumindest. Au. Handgranate. Geht ihr weg? Sorry. Noch wer? Ja, die Shotgun braucht man halt gegen die. Braucht man definitiv, wie man sieht. Aha. Okay, das war was ganz Neues hier gewesen. Hab ich noch? Ich hab noch ein Ei. Das nutzen wir einfach mal. Ja, normalerweise kam hier keine Hundipundis. Normalerweise. Muss ich jetzt ernsthaft außen rumlaufen? Schöpfer ist Explosives. Wo kommst du her? Du gehst mir nicht auf den Sack. So, das entschärfen wir einfach mal. Ah, schade, hier liegt anscheinend nichts mehr Neues. Offenbar nicht. Muss aber in die Kirche da gehen, ne? Eigentlich. Komm ich da jetzt nicht mehr hin? Wäre aber blöd. Mal guck mal, da steht schon jemand und wartet. Also komme ich doch noch dahin. Arme Kuh, warum ist sie zu? Auch eine Falle von euch! Ich hasse die Bärenfallen, die sieht man hier einfach so schlecht. Da bin ich hier der Einzige. Warum übertreiben die es in dem Spiel hier auch damit? Ah, hier kann man runter. Aber wir wollen hier nur verhindern, dass man hier zu sehr durchrusht. Was man halt im Original gut konnte. Wenn man wusste, was ist. Ah, ihr habt ja auch eure Müllhalde, hä? Ist irgendwo noch ein Schatz? Hier zumindest nicht. Ja, überall haben sie ihren Müll hier rumfliegen. Du stirbst. Genau.
du stirbst. Verdammt. Er hat mein Messer kaputt gemacht. Aber ich glaube, wir müssen eh bald nochmal an den Händler kommen. Sobald wir da unten durchgehen. Also durch die Kirche. Da müsste wieder ein Händler sein. Oh, dann darum haben sie auch gut aufgemotzt. Verdammt! Die Schlangen gibt's auch wieder. What? Ein Item? Okay. Ein Küchenmesser. Will ich ja mein Kampfmesser? Achso, der hat die ganze Zeit die Küchenmesser genommen, oder was? Au. Haben wir wirklich um einiges erhöht. Also vergrößert. Eigentlich war das hier im Original nur ein kleiner Raum. Der ganze Nebel hier. Und schon wieder ein Bild von einem Kuttenheini. Ein Erste-Hilfe-Spray. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man da irgendwas reinsetzen muss, aber nee. Illuminados, schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper dann kleiner erwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Ja, das war ja im Original schon eine Diskussion. Warum gibt es hier keine Kinder? Bin mal gespannt, ob das noch irgendwie erwähnt wird. Im Laufe der Story. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Okay, anscheinend laufen wir jetzt nicht unterirdisch. Die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer, in die du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Nahrungsminen... Nahrungsminen, genau. Als Minenaussatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren an der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert. Oh, du hast den Geruch des Kampfes an dir klebt. Wiepernjagd. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihn gern ein paar leckere Wiepern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Auftrag 3 Wiepern verkaufen. Verkaufen. Und es scheint egal zu sein, wo. Ja. Nehmen wir natürlich mal an. So, warte mal. Ich wäre aber erst einmal. Wo haben wir die Schätze? Hier. Aha. Okay, je mehr Farben man einsetzt, desto besser. Oder man hat 5-mal die gleiche Farbe, ein Duo und ein Trio.
Hier gleichfarbige Edelsteine. Also hier neben wird angezeigt, um wie viel der Preis erhöht wird. Bei fünf verschiedenen Farben ist es am Maximum. Man kann fünf Edelsteine anscheinend einsetzen, aber warte mal, hier sind nur vier Plätze. Ja, es sind nur vier Plätze. Wäre also mal 1,7. Ja. Ja gut, die haben aber alle auch eine andere Farbe, ne? Aber ich könnte hier vier verschiedene reinsetzen, glaube ich. Eins, zwei, drei. Ja. Dann mache ich das, glaube ich, einfach mal. So. Ja. Ist okay. Hier kann ich zwei einsetzen. Nee, Moment. Okay, dann setze ich hier, glaube ich, auch wieder zweimal den gleichen ein. Dann passt das. Und die Maske kann ich aktuell nur zwei einsetzen, weil ein dritter fehlt mir. Wobei drei gleichfarbige, drei verschiedenartige. Nee, dann setze ich hier die blauen einfach mal ein. Das haben sie nämlich anscheinend komplett verändert hier im Vergleich zum Original. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ich kaufe fast alles. 23.000, ja, ist okay. Rein kann es jetzt nicht so wertvoll. 46.000, das lohnt sich durchaus. Ja, mehr habe ich jetzt nicht, also. Fremder, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Ah, hier hätte ich mir noch einen gelben kaufen Wie können. bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das Versehr diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Ja, wir kaufen sie uns einfach mal. Na dann, viel Spaß bei der Die Zubereitung. Rezepte holen wir uns auch mal. Brauche ich die Sniper gerade? Na, komm Habe gerade jederzeit keinen wieder. Platz. Ich gehe mal kurz hier dran. Ja, weil ich schon wieder zu voll bin, ey. Gott, ey, ja. Das ist das Problem von dem Game hier. Ja, allgemein von Resident Evil. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, die Sniper wird jetzt sogar noch reinpassen, oder? Ich hätte halt schon gern die Sniper dabei. Die wird halt Willkommen. schon was nützen. Immer noch kein Platz. Verdammt. Das ist, was ich derzeit habe. Ja, gib mir mal das hier Deine noch. Und ich glaube, dann gehe ich ja Hervorragkäufe. aus Gute Tunen. Entscheidung. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ja. Erhöhe mal Sorg von die für diese Arbeit braucht es Haltbarkeit. Fingerspitzengefühl, Fremder.
Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Und belass es, glaube ich, mal dann dabei. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Wäre das dann alles? Angenehme Reise. Ja. Speicher mal kurz hier da drauf. Ein bisschen Zeit haben wir noch, also machen wir auch noch ein bisschen weiter. Ja gut, 4 Highlights. Okay, ich habe doch ein bisschen viel mittlerweile. Ja, okay. Passt schon. Ist eigentlich ein Shortcut für die Map? Wäre ja schon irgendwie praktisch. Band mit Durchbruch, ja. Wir kommen eh noch hin. Von daher ist das mal egal. Wir kommen hier eh wieder zurück. So, jetzt müssen wir eigentlich schon zum Friedhof. Eine Kirche, das muss sie sein. Ach stimmt. Ja klar. Komm erst zum Friedhof. Wie hat der mich nicht gesehen, ey? Ist auch ein kleiner Blindfisch, hä? Pistol Muni, sehr gut. Ich schaue mir auch einfach mal oben. Im Original waren ja mehr Gegner. Hier ist sogar noch ein Schatz. Ah, sehe schon. Ein Smaragd, okay. Ah, die Symbole. Gibt es das Rätsel hier also noch? Vermutlich gibt es das noch. Verdammt. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Die mit ihren komischen Namen, die die hier immer geben, ne? Ach, warte mal, da liegt was. Ein Ring mit rotem Edelstein. Na gut, Leute, dann würde ich aber einfach mal sagen, das war's mit Resident Evil 4 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann eventuell, na, wir werden noch keinen Weg da reinfinden, aber eventuell. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.